Ein strahlendes Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen kurzen Video heute hier auf meinem YouTube-Kanal im neuen Jahr 2022. Ich grüße dich. Ich glaube, ich habe schon ein neues Video in diesem Jahr veröffentlicht. Ich glaube ja. Ich meine, es wäre die Meta-Mensa-Methode gewesen. Genau, die Mensa-Methode. Ja, aber das ist jetzt das offizielle zweite Video in diesem neuen Jahr 2022 und dafür erstmal Dankeschön, dass du seither meinen Kanal abonniert hast und kommentierst und auch dem Ganzen ein Like nach oben gibst. Erstmal vielen Dank für deine Wertschätzung gegenüber mir und über meinen Inhalten. Wenn aber du noch nicht geliked oder kommentiert hast oder noch nicht abonniert hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und stelle natürlich die Glocke auch aktiv an, dass du keine weiteren Videos verpassen tust. Ja, heute geht es um das Thema, was bedeutet Verkaufen nun? Ich erzähle euch kurz eine kurze Story aus meinen Verkaufsschulungstrainings, wo ich gebe und dazu hier ein kleiner Auszug davon, was Verkaufen eigentlich bedeutet. Viel Spaß bei diesem Video. So, was bedeutet nun Verkaufen? Viele Leute denken, dass Verkaufen etwas Schlechtes ist, dass Verkaufen manipuliert ist, Manipulation ist. Aber Verkaufen ist nicht Manipulation. Verkaufen ist von Mensch zu Mensch, denn du verkaufst deinem Gegenüber, dass du heute Abend mit ihm ins Kino gehen möchtest. Du überredest deinem Schatzi, heute Abend Sex zu haben. Das ist aber auch Verkaufen. Und jetzt, sei mal ehrlich, wenn du jetzt im Verkauf arbeitest und du deinen Kunden, deine Produkte authentisch und ehrlich und empathisch verkaufen tust, sodass er mit der Mensa-Methode die Merkmale und Nutzen klar rüberkommt, dann ist es kein Verkaufen. Der richtige Bedarf für den richtigen Kunden zu entwickeln, ist im Vorhinein bekannt. Und man muss den Bedarf des Kunden erstmal kennenlernen. Das ist das richtige Verkaufen. Wenn ihr den richtigen Bedarf eures Gegenübers nicht kennt, dann könnt ihr eure Produkte, eure Dienstleistung nicht verkaufen. Hier mal ein kurzes Beispiel von meiner Lebensgefährtin. Meine Lebensgefährtin geht bei Douglas gerne einkaufen und shoppt gerne ihre Labellos, ihre Lippenstifte und ihre Parfüms bei Douglas. Shoutout an Douglas, es ist keine Werbung für euch, aber wir lieben eure Produkte. Meine Freundin, beziehungsweise auch Lebensgefährtin mittlerweile, möchte wieder ein bestimmtes Parfüm kaufen bei der sogenannten Drogeriekette Douglas. Die Verkäuferin kommt zu ihr und sagt sie, schönen guten Tag, wie geht es Ihnen? Wie darf ich Ihnen behilflich sein? Das ist alles schon mal so richtig. Der wichtigste Punkt dabei hat sie aber vergessen, hat gefragt,
Wollen Sie wieder Ihr Produkt, Ihr Parfüm, Ihr Lieblingslippenstift haben? Oder interessieren Sie sich auch für die neuere Variante diesen Lippenstift? Dieser Lippenstift ist nachhaltig und so weiter und so fort. Das hat sie, die Verkäuferin bei Douglas, aber nicht rübergebracht. Erst an der Kasse hatte sie dann diesen Cross-Selling vermerkt. Dies ist aber kein Verkaufen. Dies ist kein Verkaufen in einem Verkaufsgespräch. Ein Verkaufsgespräch bedeutet erstmal den Bedarf zu wecken, zu inspirieren, wenn der Kunde schon zu seinem Lieblingsprodukt greift, dem Parfüm Hugo Boss zum Beispiel. Und dann sieht doch die Verkäuferin das und dann kann man darauf anfangen. Hier, ich habe gesehen, Sie greifen zu Ihrem Parfüm. Ist das Ihr Lieblingsparfüm? Wir hätten da auch eine neue Art und Weise. Wollten Sie das nicht mal probieren und zu kaufen? Und nicht an der Kasse erst zu sagen, hier, wir haben da auch das und das und das. Viele Verkäufer und Verkäuferinnen denken gar nicht im Verkaufsgespräch an ein weiterführendes Produkt, an einer weiterführenden Dienstleistung nach. Die verkaufen nur die Dienstleistungen an sich, wo der Kunde schon hat, wo er schon Geld ausgibt. Aber sie vergessen im Verkaufsgespräch schon darüber hinaus zu fragen, ob der Gegenüber auch interessiert ist für ein neues Produkt, für eine neue Dienstleistung. Egal, ob ihr euch Mühe gibt oder nicht, die Zahlen, Daten, Fakten müssen stimmen. Aber ihr müsst euch mehr anstrengen im Verkaufsgespräch, um das Problem zu erkennen, die Lösung anzubieten und noch ein weiterführendes Produkt im Verkaufsgespräch zu verkaufen, so dass es ethisch, empathisch, authentisch, korrekt zu der Person passend ist. Ihr sollt Kunden nicht manipulieren, denn wir möchten nicht manipuliert werden. Wir Menschen möchten mitgenommen werden in dem Verkaufsprozess, in der Produktberatung, in dem Produktverkauf, in der Produktdienstleistungsverkauf, whatever. Aber dazu, je mehr, Step by Step, in meinem Training durch. Und ihr werdet dazu geschult werden, ethisch, empathisch, authentisch, korrekt auf eure Kunden gegenüber mit dem Problem erkennen, Problem lösen, das Problem Produkt Lösung zu verkaufen und ein weiteres Produkt so zu verkaufen, dass es zu dem Produkt und zu dem Kunden passt. Und keinen Vertrag unterschieben zu müssen, so wie es bei Vodafone der Fall ist. Oder bei anderen. Aber ich nehme jetzt mal das Beispiel Vodafone. Das ist ein krasses Beispiel, was die da machen. Die schieben einem Verträge unter,
wo sie gar nicht haben möchten. Und dann zu behaupten, wir machen das nicht. Vodafone, ihr solltet mal eure Mitarbeiter besser schulen. By the way, ihr könnt mich gerne anfragen, aber Verträge dem Kunden unterzujubeln, ist hochkriminell und müsste bestraft werden. Es geht auch anders da. Es geht auch besser. Aber dazu könnt ihr mir gerne schreiben, mich anfragen, liebes Vodafone-Team, wenn ihr dieses Video seht. Verkaufen ist und bleibt ein Handwerkszeug, Tools, wo du ein Leben lang an die Hand nehmen kannst. Mit diesen Tools, mit diesen Methoden, wo ich, by the way, auch in einem Mobilfunkladen oder bei einem Baumarkt aufgeschrieben habe, sodass es ethisch, korrekt, authentisch, empathisch dem Kunden eine Wertschätzung gibt, eine Problemlösung ist und er sogar ein weiteres Produkt kauft. Aber dazu klicke unten auf den Link, komme zu dem Webinar. Webinar läuft seit Januar, den 7.1. kannst du dich jederzeit anmelden. Das nächste Webinar ist dann im Februar, auch an einem Freitag um 20 Uhr. Dort gehen wir Step by Step 4 Methoden drauf ein, wie du ethisch, korrekt, empathisch und authentisch Probleme erkennst, Probleme löst und ein weiteres Produkt mit dieser Methode verkaufen tust. Du wirst 10-mal mehr Kundenzufriedenheit haben, du wirst 10-mal mehr Erfolg haben, du wirst 10-mal mehr Umsatz haben. Ich garantiere dir nicht, dass du das hast, aber du wirst es haben, weil du anders daran den Kunden wahrnimmst. Aber dazu mehr in dem Webinar. Und wenn du mehr wissen möchtest, auch in den Videos demnächst, dann lass es mich wissen. Schreib es in den Kommentaren. Gib dem Video ein Like. Und wir hören und sehen uns im nächsten YouTube-Video respektive auch in der nächsten Podcast-Folge. Dein Michael, dein Erfolgstrainer für Empathie.